Was ist das denn? Eine Tür mit Zaunverkleidung. Das Haus ist zugeriegelt. Die Bewohner sind wohl geflüchtet. Zugeriegelt? Alles klar. Jupp. Waffen. Und eine Straße, die zu Holzscheiten führt. Leider mal wieder nicht leer. Denn nur leere Holzscheite sind interessant. Hallo. Willkommen, ich muss euch nicht anschauen. In meiner Schmiede. Meine Waffen sind zwar nicht mehr so aktuell, aber etwas Besseres gibt es nicht. Denn ihr wart noch nicht im nächsten Ort. Lederrüstung. Zweimal. Kettenhaube. Einmal. Und Bronzeschild. Einmal. Und dann sind wir schon pleite. Pleite, pleite, pleite. Ausrüstung. Rotzne und Leder. Und Kette und Leder. Leder und Ketten. Dann können wir jetzt den Erhalt. Ich wollte noch verkaufen. Was mache ich denn hier? Das ist ja. Mei, da kommst du ja gar nicht mit klar. Ja, was ich will für einen Scheiß. Was so. Du. Ja. Schnack mich nicht voll. Lass mich verkaufen. Weg. 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 Fertig. So. Dann geben wir jetzt dem Bettler doch ein wenig Geld, denn wir sind hier super freundlich und schmeißen mit Blumen um uns und die ganze Welt ist wunderschön. Wir haben ja sonst selber keine Probleme. Ja, bitteschön. Habt vielen Dank, als die Zeiten noch besser waren, bin ich selbst als Abenteurer herumgereicht. Als Dank für eure Großzügigkeit gebe ich euch nun 50 Denar. Moment. Dann kann ich euch beibringen, wie man eine Vergiftung heilt. Ich habe vernommen, dass einige Monster einen vergiften können. Giftkunde wurde nun gelernt. Vielen Dank, guter Mann. Alles Klärchen, das ist ja supi. Können das jetzt beide? Nö, nur Alaya. Leota ist einfach zu blöd dafür. La la. Oh, das hätte extra gekostet. Und das war es uns dann doch nicht wert. Also, solange Alaya nicht durch Gift stirbt, ist es ja kein Problem. Aber Leota, wer braucht die denn schon? Hey, kann ich helfen? Was gibt es Neues in der Stadt? Gestern sind schon die Hälfte der Bewohner abgereist, obwohl der Bürgermeister sie gewarnt hat. Der Weg nach Norden führt an Burg Jorklin vorbei und die wird von den Monstern kontrolliert. Ich glaube nicht, dass noch einer von denen am Leben ist. Wir sitzen hier in Hanau in der Falle. Könnt ihr denn nicht woanders hinreisen? Aus dem Süden kommt die Monsterarmee, im Norden ist alles zu und im Westen genauso. Tja, das ist tragisch, nicht wahr? Erzählt mir etwas über Hanau. Über die Geschichte der Stadt weiß ich wenig. Frag doch die Clara. Wer kennt sie nicht? Die Clara. Die ist ja die größte Radstande, die es gibt. Die ist gerade im Park, glaube ich. Natürlich, die Clara. Die hat so ein Schild über dem Kopf. Da steht dann drauf die Clara. Und so ein Pfeil nach unten. Und ihr kennt doch alle die Clara. Über unsere Soldaten weiß ich leider auch nicht mehr. Ich bin vollkommen unwissend und tu nur kompetent. Ich bin ein Kompetenzsimulant. So sieht das aus. Wie kann ich Ihnen helfen? Du hast auch so eine Klumpen. Hat der Geiz euch doch... Was sagt der? Ja, das interessiert mich nicht. Hat der Geiz in euch doch gesiegt? Ach so, okay. Nee, nur deine beschissenen Waren haben mich abgeschreckt. Und wie kann ich helfen? Rote Beeren, leere Flasche. Kann man nutzen, um Tränke herzustellen. Ein paar Beeren, bitte. Danke. Ja, gute Wahl. Ist ja auch zugeriegelt. Das Haus ist zugeriegelt. Ja, alles mit Zäunen zugeriegelt. Gut, da komme ich leider nicht rein. Was ist denn das da in der Mitte? Das heilige Holzstück. Und da ist ja die Clara. Oder ist das das kleine Mädchen? Wahrscheinlich ist das kleine Mädchen. Hey, Clara, bleib da. Ich habe gehört, du weißt alles hier. Weg da! Das andere kleine Mädchen? Die hat zumindest innovative Sachen an. Auf dem Weg! Nein, doch nicht. Dann ist das da die Clara. Und ich sperre jetzt die Clara hier zwischen diesen Bäumen ein, dann muss sie verhungern. Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Was gibt es Neues in der Stadt? Seit die Monster die Umgebung kontrollieren, traut sich keiner mehr aus der Stadt heraus. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Hanau überrannt wird. Und trotzdem lächle ich blöd. Diese Stadt war früher das Kapitol von König Gregor. Heute hat sie viel an Bedeutung verloren. In diesem Gebiet zu führen, neben den Blutskinen, die einzige zivilisierte Stadt. Und dazu sind wir alle stolz, dass wir bis heute unsere Unabhängigkeit besitzen.
Soldaten, sie haben Burg Jocklund angegriffen vor ein paar Tagen, aber niemand hier weiß, was mit ihnen passiert ist. Bist du doch nicht die Clara? Ach Mensch, vielleicht ist das Holzstück die Clara. Unabhängigkeitspark. Okay. Clara, das allwissende Holzstück. Aber das ist doch der Park. Jetzt kriegt ihr noch nicht mal einen Namen, oder was? Die Käufer hatten sie wohl kein Geld mehr für. Oh, nicht zugeriegeltes Haus. Hallo. Du guckst in die falsche Richtung. Willkommen, was kann ich für euch tun? Hey, wie läuft's denn so? Naja, ich schreibe gerade an meinem neuen Buch. Wollt ihr ein Buch von mir lesen? Ich glaube, dafür haben wir leider keine Zeit. Na, dann bis später. Oh, sie hat einen eigenen Namen und ein Facet haben die ja alle. Aber sie hat einen eigenen Namen, die wird doch noch wichtig werden. Ich habe es im Urin. Ein Fass. Das scheint das letzte Fass mit gutem Alkohol in diesem Dorf zu sein. Schade, schade. Ob wir noch irgendwann männliche Unterstützung bekommen für die Party, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt jedenfalls, nein, halt erst will ich speichern. Weil wir wissen ja nicht, ob dann in der Taverne irgendwas passiert. Vielleicht wird Leota entführt oder so. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Das war lustig. Nicht. Manchmal wünschte ich, die Charaktere würden etwas schneller laufen. Hallo. Da dreht sich einer. Da ist einer mit Patafix am Stuhl festgeklebt. Der kommt nicht mehr runter. Ich glaube, ich glaube, der Kerl ist betrunken. Hallo. Willkommen. Wie kann ich dienen? Wir brauchen ein Zimmer. Das Zimmer werden gerade ausgeräumt, da die Stadt bald evakuiert wird. Nein, so ein Zufall aber auch. Wer hätte damit gerechnet? Etwas zu trinken würde. Möchte ich ein gutes Bier kaufen? Es kostet nur 30 Dinar. Ja, wer hat nicht genug Geld? Na toll. Die kann ich nicht anreden. Das Ende der Welt steht bevor. Hey, wie geht's denn so? Das Ende der Welt steht bevor. Wie soll's mir schon gehen? Wie es mir geht, willst du wissen? Ich esse gerade mein Henkersmal. Bald sind wir doch eh alle tot. Warum das Ende der Welt? Weil bald 2012 ist, du Dumpfnuss. Habt ihr nicht gehört? Die Monster kommen immer näher. Jene, die gestern versucht haben zu fliehen, sind tot. Wir sind alle verloren. Oh, Drama, Baby, Drama. Zakiden? Ich habe neulich einen Ritter gesehen, der behauptet, aus Zakiden zu kommen. Oh, es war Ferdinand, oh! Was? Erzählt schnell. Seinen Namen hat er nicht verraten. Ich weiß nur, dass er nach Norden wollte, wie so viele andere. Vielleicht war es Ferdinand. Hatte er goldenes Haar, war so Mitte 20. Goldene Haare? Ja, die hatte er. Ist er ein Freund von dir? Na, tut es mir sehr leid. Ich glaube kaum, dass er noch am Leben ist. Wer ist denn überhaupt Ferdinand? Warum erzählst du mir nichts von ihm? Du betrügst mich, du Schlampe! Er ist mein bester Freund. Er ist dein bester Freund. Davon hat man ja sehr viel gemerkt. Und Ritter des Hofes Zakiden. Goschlan sagte mir, dass er noch nicht tot sei. Das hat er gar nicht gesagt, aber... Na, die weiß doch sowieso viel mehr, als sie eigentlich wissen dürfte. Wir nehmen es hier nicht so genau. Nee, Ferdinand ist urplötzlich unser bester Freund. Davon hat man ja auch so viel gemerkt in der ganzen Zeit. Also wow. Deshalb musste er sich uns im Tutorial auch nochmal vorstellen, weil wir ihn ja so gut kennen. Ja, ja. Das ist so ihr Ding. Das ist so ihre kleine Marotte. Ja, die tun immer nur so Spaß, als ob sie sich kaum kennen würden und sich eigentlich scheißegal sind. Ja, also. Ja. Nein, nicht Ausrüstung, Fähigkeiten. Waffe ziehen. Na. Diesmal füllt sich sogar meine Ausdauer auf. Das ist auch mal wieder ganz super, dass sie das auch mal wieder macht. Und wir kriegen keinen Schaden mehr, denn wir sind so super episch, awesome. Hahaha. Da kann ich eigentlich auch hier stehen bleiben. Flops. Ach so, ja, wir sind jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Ich wollte jetzt, hab gerade überlegt, wieso da unten ein Pudding entlang blubbt. Abendwald, und jetzt geht es nach... Ja, wohin eigentlich? Geierbaum! Ich rauch mein Gaia den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was da gesagt. Zwei schwarze Beeren finde ich in der Kiste. Und den Wolf hau ich.
Das blöde Mistfee. Das hat sich ja so toll gereimt. Ach, man merkt schon wieder, dass ich richtig Lust hierzu habe. Leota Stufe 3, yay. Bringt mir so viel, weil ich sie auch so oft in den Kampf schicke. Ladert, ladert, ladert. Oh, plötzlicher Stilwechsel. Das erinnert mich irgendwie an Helden. Und das meine ich nicht positiv. Was? Sind das alle Ritter? Gibt es zu erkennen, Kriskiden. Was? Ich bin Alaya und das ist Leota. Oh, epische Musik. Wir kommen aus Zarkiden. Ah, du seid die Prinzessin von Zarkiden. Wo geht's denn hin, wenn man fragen darf? Was, Kiden? Wir suchen jemanden, der sich mit Magie auskennt und uns helfen könnte. Echt? Unmöglich! Die Monster haben den Weg nach Norden praktisch unpassierbar gemacht. Nach Raskiten kommt ihr nur durch, wenn indem ihr in der Burg vorbeigeht. Die verlassene Burg, die ihr angegriffen habt? Ja, super verlassen, deshalb haben wir sie auch angegriffen. Genau, wir haben schwere Verluste erlitten, aber ihnen auch zugefügt. Ich bin übrigens Sir Boranger. Mein Auftrag lautet, diese Kreaturen zu vertreiben, bevor sie noch mehr Unheil anrichten können. Ja, ich habe jetzt plötzlich die Stimme aufgrund meines Namens gewechselt. Noch immer, wenn unsere Truppen ihre Reihen durchdrungen haben, kam ein merkwürdiger Zauberer. Er sprach merkwürdige Worte und daraufhin schossen Feuerblitze aus seinen Händen. Niemand von uns kam auch nur in seine Nähe. Das muss Korschlan sein. Ich glaube kaum, dass wir euch dabei helfen könnten. Wirklich nicht? Nicht? Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich im russischen Akzent. Wir können ja alles mal durchmachen. Mit in die Schlacht zog ein Ritter aus Zarkiden. Er wurde gefangen genommen. Ein Ritter aus meiner Heimat? Oh, das war bestimmt Ferdinand. Mein bester Freund. Sein Name war Sir Ferdinand. Er lebt. Er ist in Gefangenschaft. Ist mir doch egal, er lebt. Wie gesagt, er wurde gefasst und ist wahrscheinlich eingekerkert. Wir haben während einer Schlacht gerade ein Loch in ihre Mauern geschossen. Wir könnten uns hineinschleichen. Nicht wieder ein Kampf. Ach, ich bin doch so anti. Eigentlich will ich doch nur mit Blumen um mich werfen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich glaube kaum, dass wir eine Wahl haben, Leota. Um nach Vaskiden zu kommen, müssen wir dort vorbei. Außerdem möchte ich Ferdinand befreien. Denn er ist ja schließlich mein bester Freund. Sagtest du nicht auch, dass Korschlans Magie bei dir keine Wirkung hat? Wann habe ich ihr das alles erzählt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Stimmt, ich muss nur nah genug an ihn herankommen. Dafür müssen wir uns aber an den Monster vorbeikämpfen. Wir schätzen ihre Zahl auf 20 bis 30 Monster, welche in und um der Burg sind. Ah, so viele! Und wie sollen wir die fertig machen? Sie haben noch mehr meiner Leute im Kerker reingesperrt. Wenn wir die befreien, haben wir eine Chance. Also, kommt ihr nun mit? Sieht wohl so aus. Gut, wir brechen morgen früh auf. Wollt ihr die Nacht bei uns verbringen? So zwei Mädchen und vier Männer also. Kein Problem, wir sind auch hundemüde von der ganzen Aufregung bei den Blutskiden. Also mit anderen Worten, wenn das jetzt mit der Burg so klappt, könnten wir das Spiel schon demnächst beenden, wa? Sehe ich das richtig? Das könnte jetzt zwar echt sein. Nee, wir haben ja noch nicht die dritte Person, die mit Messern kämpft. Burg Joglin. Okay. Butsch, butsch, butsch. Blitze verursachen Dramatik. Und wir kommen nicht an diesem Gänseblümchen vorbei. Es wird schwer werden, an den Wachen unbemerkt vorbeizukommen. Um zu dem Loch in der Mauer zu gelangen, müssen wir drei Wachposten ausweichen. Oh, gleich drei Stück. Ein oder zwei könnten da unbemerkt reinkommen, aber wir alle. Alles klar, Leota und ich gehen rein und befreien die Gefangenen. Sobald wir das Tor geöffnet haben, könnt ihr die Festung dann stürmen und den Führer der Monster erledigen. Einverstanden. Achtet aber auf die Wachposten hier überall. Der Nebel ist sehr dicht. Wenn ihr euch bewegt, kann man euch besser sehen, als wenn ihr stillsteht. Viel Glück und vergesst nicht, das Tor zu öffnen. Naja, natürlich. Das muss uns jetzt auch gesagt werden. Wir sind ja so blöd. Wir sind da drin und denken uns, was könnten wir jetzt machen? Und nicht etwa das Tor öffnen. Oh. Das Spiel, es ist und bleibt merkwürdig, also keine Ahnung, einfach seltsam. Und ja, für heute war es das auch wieder vom Gelben Adler. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und blickt das Ganze hier irgendwie ein bisschen mehr als ich.
Ich habe auch schon einige Meinungen bekommen, auch eine sehr lange per Mail. Ich habe mich sehr darüber gefreut und kann mich dieser eigentlich auch nur anschließen. Das Ganze ist ziemlich komisch und ja, auf den Rest möchte ich nicht eingehen, da ich ja nicht böse über das Spiel reden möchte. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal beim Let's Play vom Gelben Adler und auch anderen Projekten. Macht es gut, bis dahin, bleibt fruchtig, bleibt knackig, euer Nonsense RB, aka Koshi. Tschüss!